Die Radiologie hat eine wichtige Rolle erstmal in der Akutdiagnostik, wenn Patienten mit akuten Beschwerden über die Notaufnahme ins Krankenhaus kommen, mit Schlaganfallsymptomatik, neurologischen Ausfällen oder auch Zustand nach epileptischem Anfall, um schon mal abzuschätzen, ob eine Erkrankung vorliegt, die auf einen Hirntumor hinweist. Erste Anlaufstelle für Patienten mit Verdacht auf einen Hirntumor ist oftmals die Notaufnahme. Mit Hilfe der Computertomographie können die Radiologen das Gehirn dann schnell auf mögliche Tumore untersuchen. Nicht selten gleichen die Symptome der Patienten den Symptomen eines Schlaganfalls. Dieser Patient kam mit einer Schlaganfallsymptomatik über die Notaufnahme zur Computertomographie. Im notfallmäßig durchgeführten Computertomographie sah man im Bereich der rechten Hirnhälfte des Patienten eine deutliche Hirnschwellung. Dunkle Anteile im Hirngewebe entsprechen vermehrte Flüssigkeitsansammlungen im Sinne eines Hirnödems. In Abgrenzung zu einem Schlaganfall, der durch eine Durchblutungsstörung bedingt ist, sah man noch die oberflächlichen Hirnstrukturen regelrecht. Der Befund wies insgesamt schon auf einen Hirntumor hin. Für eine genaue Diagnose steht dann die Kernspintomographie zur Verfügung. Mit Hilfe von Spezialuntersuchungen können die Radiologen oftmals auch die Art des Tumors eingrenzen. Handelt es sich um einen hirneigenen Tumor, eine Metastase eines anderen Tumors oder um einen Tumor, der von außen auf das Gehirn drückt? Doch die moderne Bildgebung hat auch ihre Grenzen. Es gibt immer wieder Fälle, in denen auch die Bildgebung nicht genau bestimmen kann, um welche Art von Tumor es sich handelt. Hier spielt die Radiologie eine Rolle, indem sie für die Entnahme von Proben wichtige Informationen für die Kollegen gibt. Mit Hilfe der Aufnahmen aus dem Gehirn können Neurochirurgen dann möglichst schonend eine Gewebeprobe entnehmen. Lässt sich der Tumor prinzipiell operativ entfernen, liefern die Radiologen auch hier wichtige Daten. Egal, ob ein Patient die Diagnose schon länger kennt oder sie erst im Krankenhaus gestellt wurde. Es ist so, dass man durch moderne Techniken gut abschätzen kann, wie gefährlich die Operation ist, wenn es in sensible Hirnareale geht. Hier ist durch die bessere Auflösung in der Bildgebung es möglich, die Risiken abzuschätzen und den Kollegen wichtige Hinweise zu geben, wie weit man gehen kann, um einen Tumor vollständig entfernen zu können. Egal welcher Tumor, alle beteiligten Ärzte entscheiden zusammen, wie die Patienten behandelt werden sollten.